Eigentlich steht ja alles in dem Buch drinnen, aber ich kann nur sagen, dass es für mich eine Annäherung an meine Heimat war. Das heißt, ich bin ja Wiener, bin in Wien geboren und wollte mich da wieder zurückwenden. Gerade in dem Viertel, wo dieses Buch spielt, bin ich aufgewachsen, respektive war da Kind. Und deswegen bin ich dem sehr verbunden, diesem Buch und der ganzen Gegend. Und das Café ohne Namen ist, wie der Name sagt, ein Café ohne Namen. Wird betrieben von einem Mann, der aufbricht wie die ganze Stadt. So bricht auch er zu neuen Taten auf. Er öffnet dieses Café und wird es dann im Laufe der Zeit auch wieder verlieren. Die Zeit spielt keine Hauptrolle im Buch und sollte überhaupt nie eine Hauptrolle sein. Zeit ist immer nur Kontext. Aber in diesem Fall war es so, das war meine Kindheit, meine Jugend. Und auch dem wollte ich mich nochmal annähern. Abgesehen davon ist es eine interessante Zeit gewesen, die war weit genug vom Krieg entfernt und trotzdem ist da noch etwas nachgeschwungen. Ja, hat sich immer noch im Nachleben vermittelt, sozusagen. Es ist eine Zeit des Aufbruches. Die Stadt bricht auf und erhebt sich auf den Trümmern des Krieges und genauso bricht auch der Robert Simon, der Besitzer dieses Cafés, neu auf. Geschichten machen unser Leben aus. Also unser Leben ist eine Geschichte und Geschichten bauen ein ganzes Leben zusammen. Das ist alles, was ich habe als Schriftsteller. Und die Geschichten, die sich im Café zusammentragen, unterscheiden sich nicht wirklich von anderen Geschichten, die aus dem Grab heraus erzählt werden, zum Beispiel. Aber das Café ist also ein Ort der verlorenen Seelen, die sich dort zusammenfinden und sich selbst offenbaren. Ihre Lebensentwürfe erzählen und damit auch zu Kontakten, zu Freundschaften, unter Umständen auch mal zu Liebe finden. Über das Erzählen finden die Menschen zueinander. Es ist wichtig, den Menschen, die man da beschreibt, näher zu kommen, so nah wie möglich. Du musst einen Blick dafür entwickeln. Es geht nicht so sehr darum, einer Wirklichkeit hinterherzuschreiben, die es nicht gibt. Du musst deine eigene Wirklichkeit erschaffen beim Schreiben. Das heißt, du musst die Welt über die Augen der Protagonisten sehen. Und das ist oftmals ein ganz eigener Blickwinkel, eine ganz eigene Sicht auf diese Welt. Und ich hoffe sehr, dass das mit diesen Figuren gelingt. Oder ich weiß, dass es gelungen ist. Die erschauen sich sozusagen ihre eigene Welt als eigenes Erleben. Es geht darum, der Welt naiv entgegenzutreten, naiv im besten Sinne. Naivität heißt ja nicht Blödheit, sondern Naivität heißt Offenheit für diese Welt. Es geht um einen offenen Blick der Welt gegenüber. Und der Robert Simon, der dieses Café eröffnet, hat diesen Blick. Der sieht sich die Leute und die Umgebung mit einem offenen, freien Blick an und reagiert darauf. Das ist sein persönlicher Aufbruch und, wenn man so will, auch seine Aufgabe in dieser Welt, sich die Welt neu zu erschauen.